Willkommen hier in Linz gegen die Wiener Austria mit dabei der Fangamer. Grüß dich. Ja, zu einem richtigen Top-Match. Es geht jetzt wirklich vorne hin und her. Wir haben jetzt noch zwei Spiele in dieser Runde und die spielen alle vier oben mit. Und das werden die ersten Duelle um diesen Herbstmeistertitel, sage ich jetzt mal, und auf diese Rückrunde zu blicken. Ja, nicht lange drum rumreden. LASK ist derzeit Vierter. Und die Austria Siebter. Aber genau diese sieben spielen hier wirklich gut mit um die Führung. Wenn die Austria gewinnt, ist sie Erster. Wenn der LASK gewinnt, ebenfalls. Bei einem Unentschieden wird sich der LASK auch unter den Top 2 einordnen. Die Austria dann auch unter irgendwann diesen Top 7. Aber jetzt fehlt eben auch noch eine Partie. Weißt du, dass ich mir urschwer tue, die Interessen ein bisschen auseinanderzuhalten? Echt? Ich bin ein bisschen Schausager, glaube ich. Oh, schlecht. Oh. Alter. Ah! Aber meiner ist doch nicht gefallen. Oh. Ja, die Austria hat schon mal verloren und LASK noch nicht. Oh, World Cup. Mir ist jetzt ein Spieler aufgefallen, der bei der Austria auf einmal nicht mehr spielt. Denn ich habe immer in der Startelf spielen hab lassen. Oh. Und zwar... Scheiße, jetzt ist mir der Name entfallen, Alter. Den habe ich immer spielen lassen, Alter. Echt? Der Spanier. Der Spanier? De Paula. Ah, der Paula. Ja, der spielt nicht mehr. Den kann man auch nicht mehr holen, der spielt in irgendeiner komischen Liga. Das ist ein komisches Spiel in Spanien irgendwo, oder? Ja, aber ich glaube dritte Liga. Ah, okay. Na, richtig. Schieß doch, Edo Bondi. Ja, es wird heiß umhergehen in diesem Topspiel. Ja, warum nicht? Oh. Schön. Oh. Nicht schön. Schön. Nicht schön. Schön. Oh. Nicht schön. Achso, Szene schon aus. Latte hängt. Ja, in LASK ist derweil auch der Top-Torjäger, der im zentralen Mittelfeld spielt, Darida. Mit 5 Treffern derzeit. Das A und O. In Alaska Offensive. Oh. Und das war ein sehr schöner Zug von Leimer und Tete. Oh. Tete. Ja, der traf noch nicht diese Saison. Das ist aber nicht der Belgier, den du geholt hast, oder? Der ist Tscheche. Okay. Weißt du, es gibt einen Tete. Achso, Tete, der war schon. Keine Ahnung, was der für einer ist. Weißt du, von unserer
FIFA-Zeit noch, also. Einen Tete? Tete, ja, der. Nicht Belgier. Der hat bei mir mal gespielt, bei meinen Mannschaften. Norweger oder so, oder. Norweger, glaube ich. Kann mich jetzt nicht erinnern. Das ist nämlich auch dunkelhäutig, sage ich mal. Schön. Das jetzt habe ich extra gewartet und nicht passt und war auch für Neusch. Da war der Schussschasse. War genau am Dorfmann. Ja. Oh, geht's nicht mehr aus, geht's nicht mehr aus. Ja. Leimer. Oh, schade. Oh, ganz wichtig. Oh, auch ganz wichtig. Oh, oh, das war richtig noch gut oh, reinkochen. Ja, 0 zu 0. Ja, TT, ich hab da geheißen. Ich glaub Norweger. Norweger, Norweger, genau, Norweger ist er. Garnes ist der. Tscheche oder Garnes ist eh fast das gleiche. Na, Tscheche ist der Darida. Ich dachte, du meinst den, weil ich zuerst über den geredet habe. Achso, nein. Weil ich den eben geholt habe, drum war das dann so, warte, der TT war schon da, drum ist das der, den du geholt hast, so. Da war ich dann okay, auch noch mehr probiert. Auf den fixiert. Gebauer. Nein! Gott sei Dank. Oder was? Oh. Geht's weg, ich mach das. Das machst du nicht mehr. Haben wir's verstanden? Ja, auch die dritte Zeit schon weg. Ja. Er macht das nicht mehr. Stößt, der Captain wird weggezahlt normalerweise. Ah. Der war schön, der war schön, der war schön. Ja. Oh. Ah. Den habe ich schon drinnen gesehen. Ja, ich auch. Große, große, große. Oh. Na, Holland. Ja, es ist ein Spitzenspiel, auch von den Chancen, von der Qualität her. Oh. Oh. Ja, Otto Bagno. Sehr schön. Oh, schön. Mann! Der war leider nicht präzise genug, diese Flanke. Und dann oh, gleich ja. Aufs Tor ziehen hätte können. Oh, der war schön noch. Wichtig! Oh. Ah, fällt sicher, da fällt sicher irgend so ein Lucky Punch da. Sehe ich das schon, das ist so eine richtige Partie. Für sowas. Aber auf hohem Niveau.
Hey. Sogar. Also das will ich nicht nochmal sehen. Ja, okay, also. Ja, Bulle, beruhig dich wieder. Entschuldigt sich nicht daran. Schleich dich. Komm, geh. Geh Zipfer trinken. Und da hab ich, Alter, ich bin dahinter gestanden. Schiri, hast du das von hinten gesehen? Bist Depper, das ist da eine gestiegen. Ja, kann man auch mal probieren. Warum nicht? Schussfeld war frei. Da Rieder. Ah, der rennt leider nicht weiter. Aber. Ecke. Trauner! Scheiß drauf. Scheiß drauf, sag ich, soll so sein und schenk mir ein Lauteller ein. Alter, die Uhrwerbung, Leute. Abonniere FIFA EA auf YouTube. Hast du das gesehen? Such die Na? Werbebanner schon mal. Oh. Oh, Alter! Nein! Bist du deppert, ist der umgeräumt worden? So, ja, irgendein fucking Lucky Punch entscheidet diese Partie. Da wollte ich einfach nur Wobei rausdonnern. viel war das nicht eigentlich. Gebauer. Ja, gegen Grünwald und er macht's. Aufpassen, dass da kein Loch ist in der Tribüne. Ah, das ist bissi ärgerlich. Ja, Ja, damit verdient haben sich beide das Tor. beide, ja, damit wäre die Austria jetzt derzeit mal am ersten Platz, wenn es so bleibt. Oh. Ja, der Last muss jetzt was für die Offensive tun. Und. Oh, stark. Oh. Ah. Oh, auch stark. Schade. Da wird hinten ausgeholfen. Schön, zwei Leute gleich. Ja, das haben sie schön gemacht. Der eine ist aus dem Abseits gekommen. Der eine ist wirklich schön aus dem Abseits gekommen. Scheiße, voll auf diese Abseitsfalle jetzt gespielt und dann kommt der dritte daher. Ja, aus dem Hinterhalt. Matic, was glaube ich, der aus dem Hinterhalt gekommen ist, der hat es noch nicht gemacht. Aber der Edo der war voll zuerst im Abseits gewesen. Ja, beide waren. Da waren zwei im Abseits. Aber dann leider. Aber gut, dass dann gerade hingegangen ist. Gut, dass dann Matic den Versuch gewagt hat.
Ja, 0 zu 2. Das zweite war jetzt kein Lucky Punch mehr, kann man sagen. Na, jetzt muss man dann alles noch vorsetzen. Ah, geh weiter. Oh. Er muss aufpassen, der hat schon gelb. Oder wo schießt du ihn aber? Oh, stark. Ja. Die Austria gewinnt hier in Linz 2 zu 0 und setzt sich damit mal an die Tabellenführung. Und kann damit auf Lasker mal Punkte gut machen und auf den Rest der Gruppe. Ja, jetzt fällt dann nochmal die Partie 4. gegen 5. und dann ist diese Runde auch schon abgeschlossen. Der Boyd geht jetzt nämlich an wieder in die zweite Liga. Genau. Okay. Na gut, das war's. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.